Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen uns das neue Video von Need to Know. Ich öffne Fanpakete und es werden immer mehr Ratten. Also ich wusste auch gar nicht, ob ich das Video tatsächlich schauen will, aber es wurde mir vorgeschlagen und ich schaue mal rein, ob das, was hier für mich ist, auch zukünftig. Wir schauen mal rein, was abgeht. Ja. Also ich habe mit solchen Unboxing-Videos eher schlechte Erfahrungen, da welche zu schauen. Auch schon privat, weil die oft eklig enden. Aber wir werden sehen, was hier abgeht. Heute öffne ich wieder Fanpost. Das ist by the way das erste Video, das ich hier schaue von Need to Know Fanpost öffnen. Und sein Zimmer sieht auf jeden Fall schon ein bisschen cursed aus. Mit so komplett leer und einer Matratze im Eck. Was geht hier überhaupt ab, Alter? Ich habe mich gefragt, ob ich mal wieder was mit Aaron machen kann. Und naja, was soll ich sagen? Also ich weiß nicht warum, aber es gibt mir ein bisschen so Knast-Vibes. Ist es ein normales Zimmer oder ist es irgendwas Gemietetes? Irgendwie hat er sich sehr krass vermehrt. Da hinten, da ist Aaron. Hallo Aaron. Hallo Aaron, wie geht's dir? Hast du ganz viele Babys bekommen? Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich sind es 8, aber ich weiß gar nicht, wo der letzte ist. Ich bin schon ehrlich am überlegen, Rattenfallen aufzustellen, weil es werden langsam echt viele. Also ich kann schon nachts fast nicht mehr schlafen. Die krabbeln immer auf mich rum und knabbern an meine Füße. Ich werde ständig wach. Naja, aber irgendwie will ich die auch nicht umbringen, also die sind schon sehr süß. Schreibt mal in die Kommentare. Warum hat das so viele Ratten eigentlich? Gibt es irgendwie eine Background-Info? Falls es jemand weiß, lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Soll ich die umbringen oder soll ich sie einfach mal lassen und gucken, was passiert? Ich könnte so eine Samurai-Ratte holen, die dann alle niedersticht, das wär verdammt cool. Gibt es sowas? Ah, ja. Ja, okay. Oha, davon gibt es ein Tattoo. Das geht halt. Auf jeden Fall öffne ich mal das erste Paket, das ist dieses hier. Hier sind so ein paar Sticker von mir drauf, so Thumbnails sind das eigentlich. Einmal dieses Fanpost-Video und dann auch... Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, Thumbnails auszudrucken, die drauf zu kleben. Auch das, wie ich dieses Paket angezündet habe. Das ist dieses hier. Ja, willst du gucken, was da drin ist? Dann haben wir hier ein Minion, ist das, glaube ich? Warte mal, habe ich doch schon ein Video davon gesehen? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wenn, dann ist es schon länger her. Auf jeden Fall nicht in dem Setting hier. Ich liebe Minion! Wie süß! Damit können die Viel Klasse, Trip. Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Das ist übrigens Chico. Stimmt, ich habe euch die Ratten noch gar nicht vorgestellt. Warte mal. Da ist der liebe Thomas. Hallo Thomas. Thomas ist ein kleiner, schüchterner Bursche. Dann haben wir da hinten ist noch Mike. Mike, wohin gehst du? Mike, bist du Mike? Oh, hier sind ganz viele. Da ist einmal Armin. Armin ist runtergefallen. Da hinten ist Simon und da sind noch seine zwei Geschwister. Die verschwinden immer ganz schnell. Immer wenn ich komme, sind die direkt weg. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Paket. Das ist dieses Puppet-Spielzeug. Das habe ich auch schon häufiger gesehen auf TikTok und so, beziehungsweise auf irgendwelchen Shorts-Plattformen. Doch einfach so ein, wie so ein Fidget-Spinner, bloß halt andere Formen, ne? Also man kann es nicht spinnen, aber man kann da halt irgendwie so ein Fidget-Toy nennt man das ja. Sorry, Fidget-Toy war der richtige Begriff. Ich weiß gar nicht so richtig, was der Zweck davon jetzt ist. Ja, dass man da einfach so. Aber anscheinend. Dass man einfach so rumdrücken kann und dann, ja. Irgendwas sich damit beruhigen kann, glaube ich. Muss man da so draufdrücken. Wer hat umgeschaltet? Thomas? Thomas macht immer Ratten-Compilations an. Thomas, gib mir die Fernbedienung. Okay, das ist schon witzig. Guck. Ich hab da nur Käse im Kühlschrank. Aaron. Dann haben wir nochmal eine Mandarine. Es ist schon echt sehr lange her, als ich das letzte Mal eine Mandarine bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Und die hier stinkt auch ein bisschen, aber das kann auch... okay. ...dieser braune Beutel sein. Ich bin wieder... das... Deck, was ist das für eine widerliche Schmutz, Alter. Tropft! Ja, es ist der braune Beutel, es ist nicht die Mandarine. Oh, hell no. Was ist das, Alter? Was genau ist das? Sieht irgendwie aus wie ein Ei. Ein großes Ei. Brauche ich nicht. Dann haben wir. Boah, Junge, es ist widerlich. Es ist auch widerlich, dass es einfach dahinter geschmissen hat. Einmal, was auch immer das sein soll. Mein Boden. Ich will kein A auf meinem Boden. Nicht schon wieder. Dann haben wir hier nochmal. Nein. Das ist irgend. Also, es wurde zugeklebt und da ist irgendwas drin in dieser Toilettenrolle.
da wurden Löcher reingemacht, als ob da irgendwas Lebendiges drin gewesen wäre, was atmen musste. Ich würde das einfach mit einer Schere jetzt aufschneiden. Warte mal, oder mit einem Messer. Boah, mein absoluter Albtraum, so ein Paket zu erhalten, wirklich. Das war nur eine Rassel. Hier hat jemand so Glasdinger reingemacht und da Reis reingefüllt. Damit macht man halt eine Rassel. Das habe ich auch früher gemacht. Oh ja, okay. Und oh, ein Quiz! Wie cool! Wir haben hier 500 kluge und witzige Fragen und Antworten für helle Köpfe. Okay, das bin ich. Wozu geht man in die Sauna? Um zu chillen? Antwort? Zum Schwitzen? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wer ist Shiva? Das ist ein Hund. Einer der Hauptgötter des Hinduismus. Wir haben hier noch einen Bonbon. Lecker. Ah, das ist ein Energy-Bonbon. Das Ding ist schon echt krass. Ich glaube, da ist wirklich Koffein drin, weil ich fühle mich gerade so ein bisschen... Boah, ich würde gar nicht aus dieser Packung essen. Nachdem ich diesen braunen Beutel gesehen habe, einfach bar. So ein bisschen. Oh, vielleicht steht hier drin, was es mit dem Aha-Beutel auf sich hat. Hey, need to know, ich bin Julia und komme aus Bayern. Mir gefallen deine Videos sehr und finde sie lustig. Hab mir dann viele Videos angeschaut und bin zum Entschluss gekommen, ich schick dir auch ein Paket. Mandarine ist inklusive, Kartoffel geht auf Meckes Nacken. Warte mal. Kartoffel geht auf Meckes Nacken. Wo ist hier eine Kartoffel? Was war das für eine Kartoffel in diesem widerlichen Beutel, Alter? War das die Kartoffel? Tatsächlich, das war eine Kartoffel. Das war eine Kartoffel, da ist die Kartoffelschale. Da oben sieht man die Kartoffelschale. So sieht also eine Kartoffel aus, wenn man sie in einem Beutel steckt und 4 Monate lang im Keller liegen lässt. Okay. Es stinkt schon sowieso hier, weil die Ratten hier überall hinscheißen. Alter. Junge. Ich dachte, das ist mit Absicht, dass es ein brauner Beutel ist, aber mit einfach einer Kartoffel drin war es so lange. RIP. Aber jetzt mit diesem Kartoffelsack ist es nochmal schlimmer geworden. Das Ding ist, dass meine Mama davon eigentlich noch nichts weiß und ich habe ein bisschen Angst, ihr davon zu erzählen. Dann haben wir noch ein Mathematikbuch. Oha! Das ist sogar schon ausgefüllt. Das hast du also in deiner Schule gehabt, okay? Wie cool ist das bitte? Ich hasse Mathe! Nein, ich habe einen Feuermelder. Nein. Vielen lieben Dank für das schöne Paket. Ich mache direkt das nächste auf. In der Weihnachtsbäckerei. Machst du mal einen Schnellkleckerei. Also abgesehen von diesem widerlichen Beutel war das Paket ja wohl scheinbar doch nicht so schlimm. Aber man weiß trotzdem nie, was man da irgendwie zugeschickt bekommt. Ne? Also wirklich, ich könnte mir das echt nicht vorstellen, sowas zu machen. Als nächstes habe ich dieses Paket hier. Nämlich hat Holy mir etwas zukommen lassen. Was stand im Briefing? Ich habe das gar nicht gelesen. Es gab auch gar kein Briefing. Soll ich einfach alles anzünden? Holy ist die gesunde Energy-Alternative. Also ohne Taurin, ohne Zucker oder sonstiges nutzloses Zeug, was man in Energy gar nicht braucht. Die machen aber nicht nur Energy, sondern auch Hydration-Pulver. Mein persönlicher Favorit, Kiwi-Erdbeere. Ich liebe den sehr. Also wirklich, damit schmeckt dein Wasser 1000-mal besser. Ich mein's ernst. Plus, da ist Elektrolyte drin und andere wichtige Inhaltsstoffe. Ich weiß nicht mehr genau welche, auf jeden Fall sind die wichtig für deinen Körper. Und die machen auch noch Eisteepulver. Sehr cool, dass so eine Schale drauf dir zu so Trauben im Kopf. Das ist schon verdammt cool. Das sollte man sich nur deswegen alleine holen. Ist das eine kacke Werbung? Nein, Spaß. Ich muss einfach nur authentisch bleiben, weil ich trinke das ja wirklich. Ich muss das ja gar nicht gezwungen rüberbringen, weil ich trinke das ja. Falls ihr euch zwischen den ganzen Geschmacksrichtungen nicht entscheiden könnt, hat Holy auch ein Probierpaket. Da sind alle Sorten mit enthalten. Eigentlich. So, ich finde das sehr, sehr, sehr lecker. Ich würde die sogar so essen, so lecker sind die. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Vielleicht feiert das Holy gar nicht, wenn ich das jetzt in meinen Mund mache. Lecker. Mit dem Code ENTIKA5 spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung und mit dem Code ENTIKA spart ihr 10% auf alle darauf folgenden Bestellungen. Vielen lieben Dank, Holy, fürs Sponsoren. Dann haben wir hier dieses Paket. Es sieht zugegeben... Shit, McDonald's run out of milkshakes. I'm crying and shaking. Okay. Was hat eigentlich damit auf sich, hier solche Dinger drauf zu kleben? Ein bisschen eklig aus. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber was muss, das muss. Wenn ich es nicht aufmache, wer macht es dann auf? Macht das übrigens bitte nicht zu Hause nach. Öffnet keine Pakete mit einer Axt. Oha! Ein Bubble Tea! Okay, das ist eigentlich schon, fängt schon mal echt gut an. Okay, das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch ein Bild. Was auch immer da drauf steht. Warte. Ist das einfach von Word ein Screenshot? Du hast
auf deinem PC ein Dokument. Beziehungsweise sagen so ein Textprogramm, keine Ahnung welches. Dokument geschrieben, beziehungsweise diesen Brief, davon dann ein Bild gemacht mit deinem Handy und dieses Bild ausgedruckt. Und dann haben wir einmal einen Becher. Das ist echt wild. Mit irgendeinem Pirat, ich weiß nicht, wer das ist. Sieht aber sehr langweilig aus. Und noch jemand, das sieht aus wie ein Politiker. Und wir haben hier noch irgendwie... Das andere war auch ein Politiker, by the way. Ich weiß nicht, ob er getrollt hat. Ich dachte, er hat getrollt, aber inzwischen bin ich mir nicht sicher, nachdem er den zweiten als Politiker identifiziert hat. Hier so ein bisschen Stuff drin. Oh, okay. Oh, was ist das denn hier? What the hell? Ich glaube, das war mal eine Mandarine. Wie kann die so kacke aussehen und die von vorhin sah noch so gut aus? Ein Kondom werde ich nicht verwenden. Als nächstes haben wir dann noch... Oha! Das ist auf jeden Fall auch eine wilde Packung hier mit den randomsten Sachen zusammengeschmissen. Ah, Vogelfutter! Lecker! In der letzten Folge habe ich Hundefutter gegessen. In dieser Folge werde ich Vogelfutter essen. Ich frage mich, was für Tierfutter ich in der nächsten Folge essen werde. Ah, das sind so Stäbchen. Sind die gebacken? Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie vorgestellt, wie es ist, die zu essen. Aber ich glaube, so schlecht kann es gar nicht sein, bis sie einfach nur irgendwas getrocknetes irgendwas, ne? Was ist das? Das ist halt einfach irgendwie irgendwas. Getrocknete Kerne oder so. Also richtig geil schmeckt es wahrscheinlich nicht. Schmeckt jetzt nicht so lecker. Dann haben wir nochmal Katzenfutter. Sieht aus wie ein Joghurtdrink, aber da ist Huhn und Garnele drin. Das werde ich ganz bestimmt nicht essen. Danke für Katzenfutter. Und das ist ein Trinkhelm. Wie cool. Warte mal. Wie macht man das? So ein Trinkhelm ist schon cool. Dieses Vogelfutter bereitet mir Schmerzen. Ich muss sagen, das finde ich sogar noch am besten von den ganzen Sachen, die ich bisher gesehen habe in diesem Video. Finde ich diesen Trinkhelm am sympathischsten. So. Ich habe hier noch so einen Joghurtdrink. Oh oh. Ich muss das so und jetzt daraus so trinken. Oh Mann, ey. Naja, das war jetzt nicht so stabil, wie ich dachte. Im letzten Video haben sich viele Leute Naja, also ich feiere das jetzt persönlich noch nicht so, muss ich sagen. Schwert, dass mein Hintergrund so langweilig aussieht. Tut mir leid, dass ich in einem Keller wohne. Warte mal, stimmt, vielleicht habe ich was. Ich habe hier noch so große Poster. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, aber ich werde es herausfinden. Aber vorher werde ich hier mal alles sauber machen und mir was anderes anziehen, weil... Ich bin voll mit Joghurtdrink. Hallo, ich bin wieder da. Ich muss mein Bett wegmachen. Ich bin so gespannt, was hier jetzt drauf ist. Was ist das? Ist das ein Salat? Nein. Okay. Das sieht aus wie ein Salat mit irgendeinem so Kühnchen oder so. Lücke! Was? Mach die Lücke weg! Ja! Es ist wirklich ein Hähnchensalat. Dieses Poster ist 3 Jahre alt und ich hatte keine Ahnung mehr, was das für ein Poster ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich vor 3 Jahren einen Hähnchensalat gekauft habe. Ah, ich weiß es. Ich hatte mal in einem Video, das hatte ich auch vor 3 Jahren gemacht, ein Poster im Hintergrund von einem Huhn. Und das ist dann wohl das Huhn nur als Hähnchensalat. Vielleicht dachte ich vor 3 Jahren, dass es witzig wäre, aber yes. Das ist so random, Alter. Egal. Es würde mich mal interessieren, was das gekostet hat. Warte mal, ich sollte das ja eigentlich noch nachlesen können. Ich hoffe, das war nicht teuer. Ah, hier. Poster Caesar Salat. 200 Euro, Alter. Kompletter Waste. 200 Euro? Ich habe dafür 200 Euro ausgegeben. Naja, ich öffne jetzt mal dieses Paket hier. Also das Paket sieht auf jeden Fall sympathischer aus als die beiden anderen Pakete davor zusammen. Ein Gespenst! Warum tue ich so auf Krampf lustig? Also ich versuche wirklich einfach mein Bestes, nicht cringe zu sein, aber es ist verdammt... Ich muss sagen, das funktioniert.
Mittelmäßig bisher. Cringe. Wir haben hier dann nochmal einen Stift. Ich male jetzt eine Mandarine auf meiner Hand. Oh, das ist sogar wirklich gut geworden. Geil, hätte ich das nicht erwartet. Dann haben wir noch eine echte Mandarine. Und wir haben hier eine vergammelte Mandarine. Wie kann es sein, dass die zwei Mandarinen so unterschiedlich aussehen? Das ist krass, dass die linke irgendwie viel fresher aussieht als die rechte, obwohl die ja im selben Paket waren. Das ist komplett weird. Sehen. Das macht wahrscheinlich hat die einfach die Jugend ausgesaugt von der anderen und deswegen sieht die noch so fresh aus. Gar keinen Sinn. Ich habe euch schon letzte Mal gesagt, dass ihr keine Mandarinen mehr schicken sollt, weil sonst entsteht das hier. Dann haben wir nochmal, oha! Wir haben hier nochmal Nudeln. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Wow. Okay, warte mal. Das schmeckt nicht mehr. Und wir haben hier nochmal eine Packung Popcorn. Habe ich eine Mikrowelle hier? Irgendwie bringt das gar nichts. Was mache ich jetzt hiermit? Ich könnte Red Bull drauf kippen, um es lustiger zu machen. Ja, jetzt ist es witzig. Ich habe mal den Hintergrund umgedreht, jetzt ist das richtig rum. Dann haben wir hier noch als nächstes ein Boot. Oh, wie süß. Das ist von Bennett, Lennart, Celine, Mats und Hatz. 5 Leute haben an so ein Boot gebastelt, okay. Steht da noch irgendwie was drauf? Oder ist es wirklich nur ein Boot? Ingenieurskunst. Es war nur ein Boot. Vielen lieben Dank für das schöne Boot. Dann haben wir hier als nächstes nochmal Yum-Yum-Nudeln. Lecker. Dann haben wir hier als nächstes nochmal Süßigkeiten. Das sind so Oktopusse, sieht so aus. Ich glaube, ihr habt schon mitbekommen, dass es brennt auf dem in der Mitte vom Tisch. Aber ich weiß nicht, ich finde es generell. Es ist dann noch das eine der normalsten Sachen, die hier auf diesem Tisch ist. Also von dem her. Ich werde es mal probieren. Vielleicht ist es ja lecker. Die schmecken sogar wirklich lecker. Als nächstes haben wir hier dann noch einen Frosch. Boah, ich werde gleich hier an der Rauchvergiftung sterben, ne? Ich habe hier keine Ventilationsanlage und auch kein Fenster. Das ist sehr schlecht. Vielleicht soll ich das ausmachen. Nochmal. Hammer. Wow! Ich glaube, meine Nudeln sind fertig. Sehen die gut aus? Ich habe hier so einen Greifer gefunden. Oha, das funktioniert richtig gut. Ja, wie geil. Hallo, ich greif dich. Also wirklich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Empfehlung an Videos. Ich wusste noch nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, wenn ich dieses Video hier schauen würde. Bisher finde ich es okay, aber ich glaube, ich würde mir kein folgendes Video dazu anschauen. Deswegen bitte ich um euer Verständnis. Bitte schlag mir keine Need-to-Know-Videos mehr vor. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da einfach die falsche Zielgruppe für. Ich bin ein Geist. Ist der stark genug, um diesen Frosch zu halten? Oha, das funktioniert ja wirklich. Okay, ich werde jetzt eine Challenge machen. Ich werde einmal eine Runde laufen, ohne dass der auf den Boden fällt. Der fällt selber auf den Boden, Mann. Es geht! War so klar, ne? Ich kann den noch flicken. Ich habe hier so Sekundenkleber, das sollte eigentlich damit gehen. Das wird jetzt ein gutes Puzzle. Das ist gar nicht mal so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, das ist flüssig. Schnell, schnell, das trocknet. Mach was. Yes. Stück 1 von 10 oder so. Never mind. Ich lasse das mal mit dem Frosch. Okay, dann öffne ich mal das letzte Paket. Das ist dieses hier. Da steht keine Absenderadresse drauf. Das ist ein bisschen. Also, ich frage mich auch, was die Post sich denkt, oder der Paketdienst, wenn die solche Pakete verschicken müssen. Also, ob die das nicht irgendwie misstrauisch werden, was da wohl drin ist. Was? Ein Spiel! Ausgrabungsset dreiteilig. Okay, oha, ich kann hier Sachen ausgraben, wie cool. Okay, ich habe hier einmal eine Lupe, eine Schaufel und eine Schatztruhe. Die soll ich also jetzt ausgraben. Wie geht das? Eine Münze! Noch eine Münze! Ich habe 2 Taler ausgegraben. Obsidian. Ich bin der beste Graber auf der ganzen Welt. Ich bin der beste Warum ist das so Obsidian? Das ist ein Rubin, wenn dann, oder nicht? Graber auf der ganzen Welt. Europa, Amerika, Indien und Afrika. Ich bin der beste Graber auf der ganzen Welt. Oh, ich wusste nicht, dass Archäolog sein so anstrengend ist. What the fuck? Die armen Leute. Yes!
Seht ihr das? Warte mal, ich muss euch das mal zeigen. Habt ihr schon mal so einen Diamanten gesehen? Ich glaube nicht. Okay, das war schon mal verdammt cool. Vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir... Oh, wieder eine Rasse! Hier. Hier. 1, 2, 3, 4. Gib mir den Beat. Gib mir den Beat. Gib mir den Beat. Jetzt. Wir sind alle da. Wir haben eine Menge Spaß. Wir graben Sachen aus. Und das find ich so toll. Ich lebe in einem Keller mit 8 Ratten zusammen. Ja. Jetzt wollen wir über die Ratten reden. Wo sind die überhaupt alle hin, Alter? Die armen Ratten. Zum Glück sind die da nicht mehr unterwegs, nachdem er so viel Zeug dahinter geschmissen hat. Ich mache einfach mal weiter, das vergessen wir. Space Bubbles, beleuchte deine Blubberrakete. Oha, ich kann eine Lavalampe jetzt basteln, wie cool ist das? Okay, wie funktioniert das? Hier ist die Anleitung. Ich brauche keine Anleitung. Ich bin ein Mann, ich schaffe das auch so. Also, wir haben hier einmal den Auspuff von der Rakete. So, das sind die Beine, das sieht man eigentlich direkt. Hier ist das MDMA, das kommt jetzt in die Rakete rein, ausnahmsweise. Und jetzt braucht man Flüssigkeit. Nein, Spaß, ich pisse da nicht rein, das war ein Witz. Ich habe hier Wasser und jetzt muss ich es nur noch da reinkippen und dann fliegt die Rakete. Ich zähle jetzt runter von 10 bis 1. 10! Das dauert mir zu lange, ich mach's einfach rein. Flieg! Flieg, mein Junge! Flieg! Hä? Ihhh, es kommt da unten raus! Was habe ich falsch gemacht? Muss man das schütteln? Nein, nein! Nein! Yes! Ich bin ein Mann, ich schaff das auch so. Mann, ich brauch doch die Anleitung. Ich brauch dafür... Ich glaube, jetzt ist es eh schon vorbei, Alter. Rotkohlsaft und Zucker brauche ich dafür. Hä? Soll ich jetzt einfach Rezept machen oder was? Soll ich jetzt kochen? Ja, nee, das ist doch Quatsch. Sorry, aber... Ach, das ist gar keine Rakete, das ist eine Lavalampe. Oha, ich kann eine Lavalampe jetzt basteln. Oh, ich hab's vorher vergessen, dass es eine Lavalampe ist. Das hätte es sein sollen. Aber warum sieht es aus wie eine Rakete, wenn es nur eine Lavalampe ist? Ich dachte, das Ding fliegt. Aber es wird nicht fliegen, es ist einfach eine Lampe. Danke für die Lavalampe. Dann haben wir hier als nächstes... Oh, was ist das denn? Brief. Achso, da steht Brief drauf. Da bin ich mal gespannt, was du hier reingeschrieben hast. Die Mandarine ist noch haltbar. Welche Mandarine? Ich habe keine Mandarine bisher gesehen. Du weißt schon, dass Sachen ablaufen können, ne? Auch wenn es bei dir haltbar ist, heißt es nicht, dass es bei mir noch gut ist. Und meine Tante wohnt, glaube ich, mit dir oder neben dir. Deine Tante ist hier? Hallo? Okay, das ist ein weirder Plot-Twist. Warum sollte hier deine Tante sein? Das macht gar keinen Sinn. Ich wohne nicht mit deiner Tante zusammen. Ah, hier ist die Mandarine. Und nein, die ist nicht haltbar, würde ich auch nicht sagen. Nicht mehr gut, die Mandarine ist schlecht. Hört auf, mir Mandarinen zu schicken! Ihr wisst schon, dass Mandarinen ablaufen können, ne? Wenn es bei euch gut ist, heißt es nicht, dass sie bei mir immer noch gut ist! Die laufen ab! Dann haben wir hier sehr... Boah, ist eigentlich schon richtig krass deformiert aus, Mann. Die arme Mandarine. Ich bekomme Mitleid mit den ganzen Mandarinen hier in dem Video. Sehr, 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 sehr viele Sticker. Danke für die coolen Sticker. Dann haben wir hier als nächstes, ich find's lustig, wie oft ich diesen Flammenwerfer gebrauchen kann. Der wird echt die ganze Zeit verwendet, einfach durchgehend. Handcreme? Immer schön die Hände eincremen, meine lieben Freunde. Vor allem im Sommer, weil dann werden die trocken. Also ich muss sagen, diese Videos geben mir so richtige Vibes von, wie hießen damals diese Kanäle, die immer so sowas gemacht haben und so Sachen durch die Gegend geschmissen haben und How to Cook, zum einen das gibt mir Vibes davon und zum anderen noch 50 Frank und so diese ganze, ich will sie nicht Abgrund von YouTube nennen, aber damals war das schon so ein Rabbit Hole. Ja, gibt mir sehr starke Nostalgie-Vibes daran, aber ich würde sagen, das ist nicht mehr mein Humor und deswegen würde ich da zukünftig wahrscheinlich auch nicht mehr reinschauen, außer da ändert sich irgendwie im Format was. Ich werde jetzt dieses Einhorn verfluchen. Wir müssen alle mal Opfer bringen. Wir haben Opfer gebracht. Yeah! Wir haben es geschafft. Und dann haben wir zu guter Letzt noch, was auch immer das sein soll. So sieht das Ganze aus. What? Ah, ich glaube, das ist so ein Akupunkturset. Man macht das an seiner Haut und dann saugt sich das so daran fest und das entspannt dann die Muskeln, soweit ich das richtig verstanden habe. Ah! Ah! What? Wo macht man das denn dran? Junge, einfach was irgendwo? Ist das? Das vor allem, warum macht er das so brutal, okay, Alter?
Hammer. Ich hoffe, ich kann das gleich noch abmachen. Nicht, dass das irgendwie an meiner Haut sich festsaugt und ich das gar nicht mehr abbekomme. Ich sehe aus wie SpongeBob. Ah, das tut voll weh, wenn ich da dran komme. Ah! Ah, das geht gar nicht mehr ab! Das tut voll weh, wenn ich daran ziehe. Ich kann das nicht einfach von meiner Haut. Meine Haut reißt sich mit ab. Aua! Okay, es hat doch funktioniert. Aber das. Ich dachte nur, dass es weh tut, aber es hat doch gar nicht weh getan. Dankeschön für das coole Set. Das war's dann mit dem Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr mir auch was schicken wollt. Bei 300.000 Abonnenten veröffentliche ich meine Postfachadresse wieder. Dann könnt ihr mir mal wieder was schicken. Ciao! Okay. Also, ich muss sagen, komplett abgeholt hat es mich nicht. Es war ein bisschen verstörend. Deswegen, wenn ihr auf so eine Art von Content steht, schaut gerne bei NeedToKnow vorbei. Lasst ihm einen Sub da. Wenn euch die Reaction trotz allem hier gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Unten einen kostenlosen Sub auf Twitch. Würde mich sehr freuen.